Hallo, ein kleiner Tipp. Und zwar, manchmal kommt es vor, dass man bei Nomadskalbt im Mesh vom Objekt so Kuddelmuddel herkriegt. Und ich zeige mal in der App, wie man das eventuell wieder ausbügeln kann. Also wenn sowas da entsteht, irgendwie solche, ja, wo die Seiten verquirlt sind, dann ist es sehr hilfreich, wenn man in diesen Einstellungen vom Display Settings als erstes einmal Klarheit schafft. Und zwar gibt es da diesen Punkt Two-Sided. Und jetzt ist da diese Backface Color. Und da, wenn man drauf drückt, kann man diesen Regler für diese Transparenz nach oben schieben. Und jetzt kann man diese Rückseite vom Mesh einfärben. Damit sieht man ganz klar, die Vorderseite ist weiß und die Rückseite ist rot. Und jetzt kann ich mir den Smooth Brush schnappen und hier rüber pinseln und dann sehe ich genau, was alles verschwindet. Also diese Rückseite verschwindet dann wieder durch das Mesh wieder durch. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann. Und hier kann man auch pinseln und so lang, bis alles wieder Ordnung hat. So, jetzt ist alles wieder aufgeräumt. Das kann manchmal helfen. Es gibt auch schlimmere Fälle. Da gibt es wieder andere Tricks. Zeige ich in einem anderen Video. Alles klar, viel Spaß beim Skalpen. Tschüss.